Was geht ab, ihr geilen Schnittchen? Willkommen zurück zu 50 Fragen. Heute im Bereich Allgemeinwissen von Tjaren Bühler eingereicht. Hallo. Unsere Dankeschön. Kandidaten sind am Start. Für jede richtige Antwort gibt's 4 Punkte. Für jede falsche bekommen alle anderen einen Punkt. Ist das ein norwegischer Name? Tjaren? Klingt nur, also skandinavisch zumindest so ein bisschen, ne? Ja, ich glaube, der ist Tjaren. Tjaren. Ich würde sagen, bei vielen Sachen geht's um Schnelligkeit. Ist das gerade gewassert? Nee. Nee, bei mir nicht. Bei mir kommt der Sound. Okay, ich mach die Buzzer frei. Ne? Ja. So. Es beginnt mit, ich sag jetzt jedes Mal das Thema dazu, ja? Er kommt schon drauf. Ja. Wer war im Jahre 2011 Bundespräsident von Deutschland? Scheiße. Christian Wolf. Wolf hieß der. Ich habe überlegt, ob das rau ist. Eigentlich rau. Fuck. Köhler meinst du? Köhler, nicht rau. Du meinst weich. Ja, ja. Wow. Genau der. Peter, so möchtest du hier glänzen. In die zweite. In welchem Film ist der Song Let It Go von Idena Menzel, Peter? Die Eiskönigin. Das ist richtig. Heißt doch Let It Snow. Heißt doch Frozen. Der heißt Frozen. Ja, Frozen wäre bestimmt auch okay gewesen, oder? Ja, Frozen wäre auch okay gewesen. Aber ich dachte kurz die Eisprinzessin im Kopf. Ich habe übrigens 4 Punkte. Ich bin durch. 3. Von welchem Land ist Taschkent die Hauptstadt? Das kennt doch keiner. Oh, Jay. Iran. Nee, das ist nicht der Iran. Von welchem Land ist Taschkent die Hauptstadt? Ich kopiere euch den wie man es schreibt, sogar rein, aber das wird euch nicht überraschen. Taschkent. Von welchem Land ist Taschkent? Schade, hat mich das nicht überrascht, wie man das schreibt. Also jetzt bin ich schon von der Frage ein bisschen enttäuscht. Ja, ich weiß. Aber hey, ich dachte, ich helfe mal nicht, ne? Madagaskar. Ich kenne Taschkent, ich weiß aber gerade nicht mehr, von welcher das hier. Du kennst Taschkent, das? Usbekistan. Usbekistan, das ist richtig. Als ob er einfach... Alter. Ich habe nicht einfach nur gegessen. Ich war mir nur nicht sicher, aus welchem Land das da drumherum war. Bei den 5 Ländern, die so auf der... Weißt du, die Chance ist ja auch hoch, ne? Wenn er einfach mal rät. Ja. Krass. Okay. Aber schon Luck von Jay, muss man sagen. Schätzfrage. Wer ist am nächsten dran? Deswegen jetzt bitte tippen. Okay. Ja. Okay. Relativ simple Frage aber. Welche Potenzzahl steht hinter der 10 des Planck'schen Wirkungsquantums? Ach, scheiße. Oh, das hat nicht was mit mehr zu tun, Planken? Kannst du mir das Planck'sche Wirkung, kannst du mir das kurz erklären, ohne nachzugucken? Das Planck, nee. Du musst Christian noch einen Punkt irgendwer geben. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Müsste ich mich wieder einarbeiten. Ich habe auf die Tastatur gehauen. Die Planck'sche Konstante, heißt auch Planck'sche Konstante, ist das Verhältnis von Energie und Frequenz eines Photons. Entsprechend ist die Formel E gleich H mal F. Falls ihr das geholfen habt. Alter, keine Ahnung. Hoffentlich ist das einfach die Avogadro-Konstante oder sowas. Und dann habe ich... Magst du nochmal die Frage stellen? Nah dran. Ja, natürlich. Welche Potenzzahl steht hinter der 10 des Planck'schen Wirkungsquantums? Peter, wenn du impotent schreibst, ist das eine falsche Antwort. Nee, ich muss jetzt eine Zahl schreiben, oder? Oder ist X richtig? Gott, dein Mathelehrer dreht sich gerade sonst wo um. Der ist noch nicht tot. Nein, ich hoffe nicht. Ja, so der war cool. Okay. Alarm, eine Geschichte. Chris braucht tatsächlich noch manuellen Punkt, Bram. Das hörte sich übrigens eher nach Physik an. Das ist auch. Manuellen Punkt. Stimmt, warum braucht Chris denn manuellen Punkt? Weil er zwischendurch rausgegangen ist, aus Versehen. Ah. Dankeschön. Okay, Alarm geantwortet. Peter sagt 2, Christian sagt 10, Jonathan 23, Sebastian 8. Und die richtige Frage ist natürlich minus 34. Und damit ist Peter mit 2 Punkten am nächsten Mal. Bäm! Okay, am Minus habe ich jetzt nicht unbedingt gedacht. Oh nein! Oh ja, stimmt. Hätte man das nicht vergessen. Wieder aufgestanden, Junge. Blöde Plankonstante, ey. Scheiße. Frage 5. Nochmal eine schnelle Schätzfrage. Hä? Wie viele Wörter... Was denn jetzt? Schätzfrage oder eine schnelle, Schätzfrage? Eine schnelle Schätzfrage. Ja? Also nicht buzzern. Nicht buzzern. Okay. Wie viele Wörter hat ein durchschnittlicher deutscher Mensch in seinem Zentralwortschatz? Jetzt fragt mich nicht, was ein Zentralwortschatz ist. Was ist das? Ich habe letztens mal gegoogelt, wie viele deutsche Wörter es gibt. Zentraler Wortschatz. Keine Ahnung, Alter. Ja. Was weiß ich? Das Konzept der zentralen Wortschätze.
Ja, das ist okay, das könnt ihr euch bei Gelegenheit mal selbst durchlesen. Aber ich gebe euch noch den unnützen Tipp mal wieder. Das Universalwörterbuch eines jeden Menschen in Deutschland sind 500.000 Wörter. Okay, ja. Das ist aber natürlich was anderes, okay? Das ist natürlich, das ist was komplett anderes als der Zentralwortschatz. Aha. So, wunderbar. Damit haben alle geantwortet. Ja, nein, ist What? 2 die Antwort. Nee. Oh, noch nicht. Moment, Christian, nee. Möchte nochmal. Entschuldigung. Minus 23. So, also, wie gesagt. So, ja, der Universalwortschatz eines Deutschen sind ungefähr 300 bis 500.000. Ist das jetzt weniger oder mehr? Ja, muss ja, ja mehr. Aber der Zentralwortschatz eines jeden weniger Menschen, meine ich natürlich. Oh. Da sagt Peter 3451 Wörter. Sebastian sagt 840. Christian sagt 2 Millionen und Jay sagt 1 Million. Bin ich nicht der Einzige. Ja, universal ist doch mehr als zentral, oder? Also, ich hab keine Ahnung, muss doch jetzt weniger sein als 500.000. Der zentrale Wortschatz eines jeden Deutschen wird im Schnitt auf ca. 70.000 Wörter geschätzt. Oh, und damit ist Peter am nächsten dran und bekommt 4 Punkte. Wie kann das denn sein? Alter, wie komme ich denn auf 800? Stimmt. Oh nein, ich bin über die japanischen Zeichen gegangen und da gibt es ja, und dann habe ich gedacht, ach über ja, da gibt es ja auch nur 1000 Wörter. Kann man das natürlich auch erklären. Das macht ja gar keinen Sinn, Alter. Ich denke mir jetzt auch über total bescheuerte Ausreden aus, wenn ich was nicht weiß. Gut, Peter, dann hast du jetzt die Möglichkeit, bei der nächsten das direkt anzuwenden, ja, weil jetzt eine normale Frage. Buzzern bitte. Was versteht man unter dem Begriff Zytologie? Lehre der Zelle. Das ist mir nah genug dran. Wow. Dann ja, ich hab an was ganz anderes gedacht. Ja, was hast du denn gedacht, Peter? An Tierfell, weil Zyste. Ja, nee, ist mir zu anstrengend, hat bei jeder Frage. Wollte ich auch sagen. Du hast eine japanische Schrift gedacht. Ja, genau. Frage 7. Die Freiheitsstatue war ein Geschenk welcher Nation? Frankreich. Nein! Frankreich ist richtig an die USA. Nimm mal den Finger aus der Nase, Mensch. So kann man nicht passen. Frage 8. In welchem Videospiel kam Mario das erste Mal, Sebastian? Mario Brothers. Nee. Donkey Kong. Das ist Donkey Kong. Oh ja, stimmt. Sorry. Das ist Donkey Kong gewesen. Frage 9. An welche Filmart geht die Auszeichnung Goldene Himbeere? Peter. Peter! Schlechtester Film des Jahres. Das ist schlechteste. Hör mal auf zu drücken, Peter. Ja, reicht jetzt. Ja, sorry, ich bin gerade in Führung. Das ist ja unglaublich hier, was hier für Dinge passieren. Frage 10. Welche Schülergürtelfarbe kommt im Kampfsport Karate am häufigsten? Peter, Entschuldigung, zweimal falsch, macht nichts, Sebastian. Gelb. Gelb ist es nicht. Weiß. Jay? Weiß Peter, auch nicht. Auch sagen. Oh, okay, ich. Scheiße! Nein! Was für eine Farbe? 3. Schwarz. So, nee. Schwarz, Alter. Jay. Ich sag einfach blau. Nee, blau nicht. Oha. Ja, Chris. Rot. Nee. Grün. Jay. Nee. Orange. Nee. Peter. Ich glaube, Ramme hat sich verhaspelt. Es ist braun. Ja, ich hab mich verhaspelt. Es ist braun. Ah, nein, was? Was hat er denn gesagt? Er wollte blau sagen, hat blau ist es nicht. Da musst du die Ohren spitzen hier. Da musst du den Moderator lesen manchmal. Ja. Okay, Frage 11. Nenne 3 der 5 balearischen Inselgruppen. Ja, jetzt lasse ich euch gerne buzzern. Eine gebe ich euch for free. Nein. Also brauchst du nur noch 2. Doch, die dürft ihr mal mitzählen. Und das ist Mallorca. Ja, wow! Oh. Offensichtlich die einfachste genommen. Ja, und? Musst du doch nicht beschweren. Okay, pass auf. Ibiza, Mallorca ja. Und Menorca. Menorca. Das ist richtig. Ja. Wie das ich verstehe, kann auch so für Fragen werden hier gestellt. Beschwer dich doch, ich hab doch alle die gleichen Sachen. Ja, aber dann hättest du wenigstens eine von den Dulli-Inseln nehmen können, damit du direkt Malle hast. Okay, Frage 12, ja? Welches der 4 folgenden ist kein Buch des Alten Testaments? Oh Gott. Exodus, Numeri, Peter? Numeri. Nee, Numeri nicht. Schade. Meint ihr es nicht? Genesis? Nee.
Was? Hat noch die vier hat er noch nicht vorgelesen. Das hat er noch gar nicht vorgelesen. Welches der vier folgenden ist kein Buch des Alten Testaments? Exodus, Numeri, Leviticus. Leviticus. Nee. Christian. Das letzte. Was du noch nicht vorgelesen hast. Nee, das zählt nicht. Da musst du mir schon sagen, was das ist. Und das ist nicht A, B, C, D. Also, kannst du auch raten. Ja, keine Ahnung. Ja, wirklich. Okay. Nein! Nee. Okay. Welches der vier folgenden ist kein Buch des Alten Testaments? Exodus, Numeri, Leviticus oder Moses? Nein! Tipp mal auf Moses. Das ist richtig. So ein Quatsch, ey. Ja, ich muss mal eben mein Handy auf lautlos stellen. Hier ruft nämlich die ganze Zeit irgendein Spacko an. Ja, mach mal. Kannst du nicht die Nummer blocken? Frage 13. Er ruft mit unterschiedlichen Nummern an. Frage 13, Schätzfrage. Wie viele Meter misst der Äquator? Meter? Ja. Meter? Okay. Was ist das? Na, heute ist sowieso nicht mein Tag, da kann ich auch Müll hinschreiben. Wie viel Meter misst der Äquator? Der Erde, ja? Wohlgemerkt. Also, warte, das ist der Umfang, ne? Nice, Bram. Weil jemand jetzt auch den Äquator vom Mars punktgenau aufschreiben wird. Dazu gebe ich euch mal wieder Sachen, die euch überhaupt nichts bringen werden, ja. Aber die Erde schwankt aufgrund von Erhitzung und Rotation schon mal ein bisschen, aber es gibt einen Mittelwert. Ja, das ist bei mir auch so. Ich schwank auch immer. Was ist denn das Erhitzung für einen, schwank ich immer in meiner Umfang. Weißt du, steht da auch drin, um wie viel Meter der schwankt? Also, würde mich mal interessieren. Halt so, okay, wenn da eine Welle irgendwo ist im Atlantik, wird dann der Äquator nach oben gedrückt. Der schwankt so um 1 Meter und... Boah, das ist ja richtig krass. Ja, das war bestimmt nah dran mit dem 1 Meter, dem Mittelwert. Warte mal, dann möchte ich das doch nochmal ändern. Ich hätte jetzt gedacht, das wabbelt ein bisschen mehr, wenn man der Erde auf den Arsch klatscht. So. Das kann man wohl, Moment, jetzt habe ich es komplett falsch gemacht. So. So. Bist jetzt habe ich um 1 Meter geschwankt, ja. Wunderbar. Peter sagt 60 Millionen Meter. Christian sagt 42 Scheiße. Millionen Meter. Jay sagt 56.999.999 Meter. Und Sepp sagt 50 Millionen Meter. Der Äquator der Erde. Der Äquator der Erde ist 40.075.017 Meter. Dementsprechend waren das 40.000? Christian den Punkt. Also ja, die habe ich 70, mit 40.000 Kilometer. Ich habe einfach die Strecke von Weeze nach Berlin mal 100 genommen. Das kommt schon so ungefähr. Als ob. Nee, hab ich wirklich. Okay, Frage 14. Peter, wie heißt so viel zu den komischen, ja richtig, genau. So viel zu den komischen Ausreden. Aber, ey. Ja, war ja falsch, ist gar keine Ausrede, war einfach nur dumm. Ja, meinst du, brauchst du eine Ausrede, weil es falsch ist. War. Wenn richtig ist, brauchst du ja keine Ausrede, kannst du mal sagen. Du wusstest es ja. Ja, aber Ausrede, ja egal. Hä? Nur weil Ausreden sind Ausrede doch, wenn du eigentlich sagst, so, ja, meine, oder ich konnte ja nicht besser, weil... Aha, Peter. So, Frage 14. Wie heißt der Erfolgsroman, in dessen Verfilmung Jack Nicholson die Hauptrolle namens Peter... The Shining. Nein. Ja, genau, Christian, danke. Warum verwechsel ich heute die ganze Zeit eure fucking Namen, ey? Obwohl ich ein Bild bekomme. Jaysche Krankheit. Ja. Frage 15. Das ist krass. Mit welcher Tiergruppe kann man Dinosaurier am ehesten vergleichen? Christian. Vögel. Das ist richtig. Fuck. Schätzfrage. Frage 16. Wie viele Zeitzonen, zu wie vielen Zeitzonen gehört Russland? Oder wie viele Zeitzonen gehört Russland an? So. Für die so haben? Ja, da auch ein Tipp. Mehr als 2. Dankeschön. Wow. Hey, gerne, meine Tipps sollen euch ja nicht helfen. Boah. Jetzt japanische Schriftzeichen nehmen, ne? So. Moment, Christian, was heißt das? Das verstehe ich nicht. Das musst du noch nicht verstehen. Okay, das muss ich nicht verstehen.
Das ist schon mal die Ausrede, die du dann zurechtlegst, falls einer falsch ist. Dave fehlt noch. Okay, damit haben alle geantwortet. Peter sagt 7, Christian sagt 11, Jay sagt 7 und Sebastian sagt 6. Und damit bekommt Christian einen Punkt und 11. Shit. Ach, was? So viel? Also, weiß, weil die fangen nur an mit plus 2 und Russland zieht sich ja so weit rüber oben, dass sie bestimmt bis plus 12 oder so, oder plus 11. Ich habe irgendwie versucht, mit China und Japan zu rechnen, wo dann der Formel 1 Grand Prix startet und irgendwie bin ich auf 7 gekommen. Das ist meine dumme Ausrede heute. Macht ja nichts. Frage 17. Ja? Boah, ganz ehrlich, wer das weiß, ihr müsst ihm eigentlich 100 Punkte geben, aber gibt trotzdem nur 4. Was ist die Besonderheit an der 9. Sinfonie Beethovens? An der 9. oder der 9? Nee, an der 9. Also Besonderheiten gibt es da ganz viele. Ich versuch mal hier was. Es gibt eine ganz krasse. Ja, Peter? Ich versuch mal hier was. Das ist die bekannteste. Wow, ist das aber die bekannteste. Ja, das mag das sein. Ist ja die toll. Bekannteste. Peter, aber vielleicht ist ja auch die Besonderheit, gibt keine Achte oder so. Nee, also die Besonderheit. Wahrscheinlich ist das soweit, Peter, wie, jetzt, wahrscheinlich ist das soweit wie, es gibt kein Streichintro oder so. Ja, das wird ganz Besonderes. Der Flöte, die laute Flöte, die man zwischendurch hört, ist, weil er sich in Schritt gefasst hat oder so. Okay, ansonsten schließe ich die Frage in 3, 2, 1, geschlossen. Es ist natürlich, dass es einen Chor gibt und Solisten. Na klar. Peter, was nah dran. Ja. So, Frage 18. Welche der folgenden 4 ist keine Lungenkrankung? Jetzt geht's wieder los. A. Oh, ey, machst du wirklich A? Pneumonie. Ja. A? Ja, es gibt, ja, okay, komm, krass. Komm, ich C. Ist richtig. Ach komm. Hier gibt's halt A, ja. A war Pneumonie, B war Kopti, C war Colitis Ulcerosa oder so und D ist Sakiodose. Aha. Das wäre B noch mal so sagen. Geil gewesen. Ja, genau. So vorgelesen. Oh Mann, ey. So, Frage 19. Ja. Echt? Okay. Coloritis ist. Colitis ist. Colitis Ulcerosa, da glaube ich, wollte er vorlesen. Okay. Wenn ich das richtig sehe. Ist, also mir sagt Darmkrankheit. Mir hat nur A was gesagt. Also. Nee, ich wollte Colitis, doch, ich wollte Colitis Ulcerosa. Nee, ich wollte genau das vorlesen, was Jay gesagt hat. Frage 19. Was war Michelangelo Buonarroti von Beruf? Er hatte... Oh, ja, Mann, Jay. Ey. Künstler! Das ist jetzt unfair, wenn das zählt. Warum ist das unfair? Das Neunte war auch die beliebteste. Das ist der war Künstler. Ja, und der Neunte war die beliebteste. Ja, aber das war nicht die Besonderheit, dass es die beliebteste war. Ja, er hatte 3 Berufe, nennen nur einen. Er war Maler, Baumeister und Dichter. Und Maler und Dichter können, könnte man auch Künstler sagen. Ja. Deswegen, das ist okay. Ja, aber Jay, werden wieder 3 Augen zugedrückt. Ja, weißt du? Ja, ist klar, Peter. Ja, damit musst du leben, Peter. Ja, ist okay. Mir egal. Okay, Frage 20. Welches war das erfolgreichste Musical bisher? Stand ist da 2017. Christian. Phantom der Oper. Das ist richtig. Oh, krass. Krass. Das ist echt krass. Hat Cats getippt. Ich hab auch Frage. Die ganze Zeit Cats im Kopf gehabt. Ich auch, Cats. Alter. What the fuck? Cats. Ja, 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 Phantom der Oper. Ohne Scheiß, genau so war das gerade. Cats. Phantom der Oper. Frage 21. Phantom der Oper ist auch nice. Welcher Wal hat einen riesigen Stoßzahn? Ach. Christian. Der Narwal. Der Narwal. Frage 22. Das ist ein Stoßzahn? Ja. Das ist ein Zahn? Lol. Frage 22. Auch manchmal aus. Wie viele Milchzähne hat ein Kind, nachdem es vollständig gezahnt hat? Erzähl mal. Selbst. Nicht wieder den Leibniz. Also gerade aktuell sind da ja so null. Das kann, ja, ist ja nicht vollständig. War das eine Schätzfrage? Ist das oder vollständig gezahnt? Nee, nee, keine Schätzfrage. Ich sag einfach mal 24. Nee. 28. Nee. 20. Ja. Da muss er durch 4 teilbar sein. So viel smart war ich noch.
Okay, Frage 23. Wie ist der Name der nordischen Fruchtbarkeitsgöttin? Jay. Nee, Jay ist nicht der Name. Kratos. Drei? Nein, okay. Kratos. Wie ist der Name der nordischen Fruchtbarkeitsgöttin? Keine Ahnung, wie die heißt. Doch, Alter, das ist, Oh, Peter, wie heißt die denn noch? Die kommt auch vor. Ja, die kommt da auch vor, verfickte Scheiße. Wie heißt die Frau? Das ist doch die, die da in dem Baum sitzt, oder? Ja, die, die im Baum sitzt, die heißt... Mann, wie ist die denn? AE? Ja. Heißt die nicht Freya? Die heißt Freya. Oh. Die steht in der Lampe und ist ein Freya. So, 24. Richtig. Schätzfrage. Wie lange dauerte der Bau des Kölner Doms bis zur offiziellen Fertigstellung? Fertig ist er nie, der wird immer wieder repariert. In Jahren. Ah. Nach Tipp 45 oder? Ja, bis der offiziell gesagt wurde, jetzt der fertig. Da ist doch immer noch Baugerüst dran, oder nicht? Das ist ja die Frage, ob die das jemals offiziell gesagt haben. Das ist doch nie fertig. Ja, vielleicht ist haben die ja nie noch, fertig ja. gewesen. Es gibt offiziellen Done-Termin. Alter, was weiß denn ich hier? Boah, wann wurde der überhaupt gebaut? Ich gebe euch noch den Anführungszeichen wieder mal. Er hat ja mehrere Ausbaustufen. Jahre 1880 wurde er, also am 15. Oktober 1880 wurde er offiziell vollendet. Okay, Peter sagt nach 21 Jahren, Christian sagt nach 350 Jahren, Jay sagt nach 75 Jahren und Sebastian sagt 499 Jahre. Ach du Scheiße. Sebastian den Punkt, es waren 632 Jahre Bauzeit. Oh! Ja, der hätte ich halt 21 gemacht. Okay, Alter. Keine Schätzfrage, ja? In welchem Jahr sank die Titanic? Scheiße. Jay. 1919. Nee. Das ist Jay. 1911. Nee. Ich hab mehr Peter. Im Kopf. 1914. Nee. Warte, Chris. Das hatte ich auch noch im Kopf. 1912? Ja. Ah, Scheiße! Ja, Mann! Scheiße! Okay, Frage 26. Ey, keine Schätzfrage. 50 Punkte. Ja, Chris, voll krass. Für wie viele Oscars wurde Tom Hanks nominiert und wie viele gewann er davon? Das ist keine Schätzfrage. Keine Schätzfrage, in Klammern. Gewonnen heißt auch nominiert. Ja, du wurdest ja erst nominiert und hast dann gewonnen. Klar, also du kannst also, du jetzt zwei Zahlen haben. Ich möchte zwei Zahlen haben. Ja, klar, ja keine Alter, Ahnung. Alter, Alter, zwei Zahlen für vier Punkte ist doch ganz schön... Nee, ja, ist schon... kannst du mal Rabatt geben hier. Ja. Okay, dann reduziere ich darauf, wer mir eins von beiden richtig sagt, kriegt dann mal gewinnt. Vier. Jay. Nee, wir haben vier was? Aber wir haben eh falsch. Ja, du hast gesagt, eins so richtig, vier. Was denn? Ja, nominiert oder gewonnen. Kannst du dir aussuchen. Aber ach vier. So. Drei Oscars, nee. Hast du den nominiert oder bekommen? Ja, das war auch wieder nicht die richtige Art, drei Oscars. Bekommen. Richtig bekommen, nicht nominiert. Ich glaube, Bram, der hat zwei Oscars bekommen. Ja. Ach, Scheiße, ey, das hatte ich auch. Oh Mann, ey! Und ist für 6 nominiert worden. Ah, 6. Okay, Frage 27. Keine Schätzfrage, ja? Wie viele Spieler gibt es in einem Wasserballteam, die auf dem Feld sind? Warte, das ist cool. Das sind 5! Ja. Nee, es sind nicht 5. 6. Nee. Peter. 4. Nee. Wie viele Spieler? 7. Ja. Ach, Scheiße! Das hat sich gelohnt. Frage 28. Schätzfrage. In Jahren. Wie lang würde ein Raumschiff mit heutiger Technik von der Erde zum Pluto benötigen? Ungefähr. Also bis zum Mars brauchst du ein Dreivierteljahr. Bis zum Pluto ist natürlich jetzt ein bisschen weiter. In Jahren. Aber nur ein bisschen. Aber wie viel? Also, what the fuck? Das ist doch wieder so eine ganz klare, wofür braucht man da überhaupt eine Schätzfrage? Das ist doch ganz klar die Antwort. Da kann man ja auch mal buzzern. Da hätte man auch buzzern können, absolut. Ja. In Jahren, ja? Jo. Wunderbar, alle haben geantwortet. Sind viel, glaube ich. Ja, oder Sepp, möchtest du mal ändern? Nein.
Okay. Pille sagt 69. Christian sagt 350, Jay sagt 50 und Sebastian sagt 3456. So wie Jay vorher angekündigt hat, natürlich die vier Punkte. Es sind nämlich 9,5. Oh. Oh. Ja, sehr gut. Deswegen hast du gefragt, nochmal mit Jahren, ob sämtlich Tage angegeben hat. Oh Mann. Okay. Lustig. Frage 30. Nenne drei der sieben neuen Weltwunder. Boah, Alter. Was sind denn die neuen Weltwunder? Da haben wir auch schon mal was zu gehabt, bei irgendwas und da war hier sortieren oder so eine Scheiße. Total strange. Okay, auch. Jay. Taj Mahal, Golden Gate Bridge und... Da geht jemand. Ja, wie heißt das? Schloss Neuschwanstein. Das ist nicht richtig. Wie viele waren denn richtig? Taj Mahal wirklich eins der neuen? Soll ich das sagen? Nein. Taj Mahal wirklich eins der neuen? Ist das nicht... So wie, weiß ich nicht, die Pyramiden sind ja die alten. Alter, ey, das ist auch wieder so eine Frage, weißt du? Drei Antworten musst du geben. Ja, ist die Golden Gate Bridge nicht nur in Civilization wirklich ein Weltwunder oder ist die ein echter? Ich habe auch direkt an Civ gedacht, als Jay mit Golden Gate Bridge. Ja, in Civ gibt's halt so viele Weltwunder, das kann ja nicht sein, also... Vielleicht gibt's bei den neuen einfach jetzt 28 oder so. Okay, ja, also es gibt zwei Arten von Weltwunder. Es gibt die sieben Weltwunder der Antike, ja. Ja, die kennt man ja. Das sage ich deswegen jetzt nicht. Und dann gab es halt irgendwann mal, genau zu sein, um 2000 rum, die Ernennung der New Seven Wonders of the World. Oh, da hat jemand gebuzzert, Jay. Chichen Itza und Golden Gate Bridge und Taj Mahal. Nee. Ansonsten schließe ich die Frage. Scheiße. Ach, ist das behindert. Fehlt noch ein drittes. Ey, ich habe keine Ahnung. Drei... Ich weiß nicht, ob ich zwischen 9 und 1 unterscheide. Chichen Itza, Angkor Wat und Taj Mahal. Nee. Angkor Wat ist ein neues. Steht da auch schon. Oh, Jay. Angkor Wat, Taj Mahal, Golden Gate Bridge. Nee. Das war ein bisschen durchwürdig. Also, vielleicht ist die Golden Gate Bridge falsch. Also, nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass die da drin ist. Okay. Sonst würde ich es nicht... dreimal drücken, aber... Vielleicht ist Taj Mahal falsch. Nee, Bram, das hat okay, auch keinen Bock dann steht sich die Frage in 3, 2, 1, geschlossen. Die Golden Gate Bridge ist nicht dabei. Es sind Chichen Itza, die chinesische Mauer, Christo Redentor. Oh, also ja. Das ja, Kolosseum, das. Machu Picchu, die Petra und Taj Mahal. Fuck. Petra, oh Mann. Ja. Shit. Angkor Wat war nicht... Frage 31. Shit. Schnelle Schätzfrage. Wie hoch ist der Mont Blanc? Da waren wir in schon Metern. Drauf. Das ist jetzt belastend und also. Nimmst jetzt einen Stift. Und malst den einfach auf so ein Papier. Dann nee, ist das nicht ein Stift. Das war der Joke. Das war schon hoch. Also das war schon hoch. Alter, keine ich, Ahnung, wie groß der Mont Blanc ist. In der Eifel, ja. Aber Mont Blanc ist, glaube ich, der größte Berg Europas, oder? Eigentlich auch. Weiß ich alles was willst du das haben? In Meter wahrscheinlich, oder? In Metern, ja. Mont Blanc. Wie hoch ist denn hoch? Das waren das 8766 Meter, ne? Gleich, aber das sage ich dir jetzt noch nicht. Alle. Peter fehlt noch, ansonsten haben alle was getippt. Aber Peter ist nicht, Peter hat keine Ahnung. Peter, 75. 75 habe ich auch eine Antwort drin. Okay, alle haben damit geantwortet. Nein, Peter warte. Sagt, okay, alle haben geantwortet. Peter sagt 5001 Meter. Christian 3462, Jonathan sagt 4375. Oh nein. Und Sebastian sagt 4450. Und wir bekommen natürlich Peter den Punkt. Was? Was? Wie hoch ist er? Weil er ist 4810. Er ist halt irgendein 4000er Berg, das wusste ich. Wunderbar. Frage 32. Mit wie vielen Jahren verstarb Michael Jackson im Jahre 2009? Komm, rate mal. Alter, Dreck drücken. 45. Nee. Chris. 50. Jo. Ah! Das war eine Frage, bei wer wird Millionär? Krass. Boah. Also bei unserem Wer wird Millionär hatten wir das, glaube ich, als Frage drin. Okay. Frage 33. Ein Monopoly-Spiel hat wie viele Felder inklusive der beiden Kartenablagestapel? Christian. 42. Das ist richtig.
40 Felder zum Ziehen und 2 Kartenablagestapel. Die Ablagestapel waren gemein. Ja. Frage 34. In welcher Stadt wurde vermutlich die erste Universität Europas gegründet? Oh, da war jemand schnell, bitte. Oxford. Nee. Nee, Peter. Paris. Nee. Chris. Münster. Nee. Nein. Ach. Okay, Peter. Trier. Nee. Chris. Köln. Nee. Damit. Europa, wa? Nur zu, ach, nicht Deutschland. Scheiße, wie heißt das nochmal? Ja, die, die, also, okay, Köln ist so alt. Also, ja, weil die halt anfängt so mit Deutschland. Da bist du halt zur Uni in Colonia Agrippinensis gegangen, weißt du? Okay, ich schließe ich die Frage. Ich probiere nochmal Cambridge. Scheiße, nee. Dann schließe die Frage USA? In 3, 2, 1. Scheiße! Gerade amerikanische Uni genannt. Cambridge und USA. Warschau. War geschlossen. Da, wo Schiller und so waren. Da, wo Schiller und so waren? In Wien? Weimar oder nee, was? Okay, nee, dann nicht. Nicht? Nee, wenn es Wien kannst ist. Kannst du aber dann, bitte dann für mich nachgucken, ob Cambridge in USA liegt oder in Deutschland? In England? Zur Stadt in England. Okay, du hast noch Glück gehabt. Boah, ich okay. Hab echt schon an mir gezweifelt. Also, da wo Schiller und so herkommen, nicht. Es kommt aus Italien, aus Salerno. Ah, okay. Ah. Aber 35. Aber Cambridge können sich ja nicht Salerno? Salerno. Palermo. 35. Salerno. 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 Ja, sorry. Frage 34, 35. Nenne 2 von 4 Präsidenten mit Vor- und Zunamen. Ja, Mittelnamen müssen nicht genannt werden, die am Mount Rushmore verewigt wurden. Ach du Scheiße. Oh ja, hier. Abraham Lincoln und George Washington. Das ist richtig. Nice. Da gibt es auch Thomas Jefferson und Theodore Roosevelt. Das war ziemlich schnell, muss ich sagen. Ja, Frage 36. Welcher Fluss in Europa fließt durch 10 Länder? Die Jay. Donau. Das ist auch richtig. Frage 37. In welchem Jahr zog Arsenal vom Highbury ins Emirates Stadium? Nicht Studium. Welchem Jahr zog Allgemeinwissen. Arsenal, der Fußballverein, vom Highbury Peter, ins Emirates wir? Stadium? Mir reicht das Jahr. Also Emirates Stadium kann so, ich dachte das genaue Datum. Dann ist ja einfach, aber ich drück nicht, war eine weil ich oder? Peter noch eine Chance nee, auf eine 2 geben. Das ist keine Schätzfrage. Du musst drücken. Haben die auch diese möchte? Emirates-Werbung ey, gemacht? Ich würde jetzt Peter einen Punkt geben, Alter. Doch, doch. Die spielen jetzt im Emirates-Stadium. Highbury ist gar nicht so alt. Also das ist schon vor relativ kurzer Zeit. Also wenn du das probieren Frage willst, try it. 3, 2, 1. Geschlossen. 2018. Das war im Jahre 2006. Oh. Ich habe 1998. Wäre ich nie drauf gekommen. Frage 38. Welches Lied der Band Queen beginnt mit den Worten Let's go? Let's go. Let's go to the mall. Ja, today. Genau so geht das, Peter. Another Christian. One bites the dust. Das ist absolut richtig. Oh, nice. Was weiß denn ich? Scheiß Musik. Okay, Frage 39. Das ist eine Schätzfrage. Wie viele Länder gehören dem imaginären Kontinent Ozeanien an? Unabhängig und abhängige Staaten zählen hier, ja? Das war eine Schätzfrage. Hä? Das ist eine Schätzfrage. Ja, ist eine Schätzfrage. Ich habe nicht ansatzweise eine Ahnung. Wie viele Länder dem. Ja, das ist eine Trickfrage. Wenn das einfach so ausgedacht ist, keins. Nee, das ist schon. Also, ich habe nachgeguckt, Ozeanien, das ist schon. Ja. Also, es gilt auch als Kontinent. Echt? Ja. Aber als Wasserkontinent oder als, was? Aber nur als imaginärer, also wie du gesagt hast. Also wie Eurasien. Kontinent. Ne? Ah! Nee, ist ein richtiger Kontinent. Oder? Hä? Hab ich denn was? Also was? Haben wir irgendwie neue? Also ja. Wie das ist ein neuer Kontinent? Asien, Australien? Was? Ich gehört zu Asien. Ozeanien, das ist doch klar. Ozeanien. Haben wir jetzt 6 Ringe bei Olympia? Ja. Ja. Ja, 7, dann sieht das ja auch das gleiche aus. Ja, Arktis gehört zu Ozeanien. So, what the fuck? Keine Ahnung. Ja. Heißt das nicht Australien und Ozeanien? Ich glaube, so heißt das. Am nee, das offiziellsten. Ist nicht so viel, oder? Kann gut sein. Naja, gut. Alle haben geantwortet. Peter sagt 123. Peter sagt 62,5. Jay sagt 45. Sebastian sagt 11.
Und zu Ozeanien gehört die Inselwelt des Pazifiks nördlich und östlich von Australien und natürlich Australien selbst. Geil. Hm? Ja? Die, also hier, also Indonesien und so weit und Australien, Neuseeland auch? Neuseeland auch. Das ist ja gar nicht so viele. Naja, du hast halt diese ganzen unabhängigen Staaten. Genau, und da gibt es halt dann die ganzen unabhängigen Staaten und das sind nämlich an der Zahl 34, dann bist du ja am nächsten dran. Kacke! Was? 1, 2, 3 war nicht die richtige Antwort. Das ist jetzt scheiße. Okay, Frage 40. Wie viele Liter, ist auch nochmal eine Schätzfrage. Ich sag's vorher diesmal. Wie viele lizenzierte Mannschaften sind in FIFA 17 zum Spielen verfügbar? Alter, das ist ja auch jeder Mochverein. Ja, das kann man doch aber auch direkt wissen. Vor allem FIFA 17, na klar. Das ist doch FIFA 17, nee. Das war meine Zeit, ja. Wow. Ja, dann musst du das ja wissen. So, wird noch fleißig hier getippt. Keine Ahnung. Mehr, oder? Es muss ja mehr sein, warte mal. Das weiß ich nicht. Also ich weiß die Antwort, Sepp, aber ich soll es nicht sagen. Also allein die großen Ligen wären ja schon so viel. Down. Another one bite the dust! Ja, das ist echt schlimm, jetzt habe ich das nur die ganze Zeit im Kopf, ey. Okay, Jonathan, Jonathan fehlt noch. Nee, Christian fehlt jetzt auch wieder. Ein spannendes Rennen hier. Komm. Keine Ahnung. Ich weiß noch, wie viel Geld ich da reingepumpt habe. Scheiß Spiel. Ja, wie viel Geld hast du da reingepumpt? 2.500 Euro in dem Jahr. Fuck Aktion. What the fuck? Sehr gut. Jay tippt die ganze Zahl und löscht sie wieder. Jay ist am Zählen. Okay. 1.500, Jay. Bist du final? Wird falsch sein. Glaub ich, aber ja, ist das deine Antwort? Genau getroffen, ja, habe ich jetzt auch nicht. Gut, das ist die Antwort. Christian, never change your numbers, ja? Peter sagt 123. Christian sagt jetzt 526. Oh, Jay sagt 580. 48 oder so weit, oder? Und Sebastian sagt 251 und Christian, du hattest dann 600 irgendwas stehen und es wären 650 und damit hättest du den Punkt gehabt, aber den hat jetzt Jonathan. Achso, die 6 hatte ich da nur stehen, weil ich mich vertippt habe. Ja, da stand ja nur 6, also nicht mal 600. Achso. Okay, die letzte Schätzfrage für heute und dann kommen noch ein paar schnelle Fragen. Wie viele Atome bilden circa die Breite eines menschlichen Haares? Oh mein Gott. Das ist natürlich individuell, manche haben dicke Haare, manche haben dünne Haare, aber da gibt es natürlich solche Wissenschaftler, ja. Wie viele Atome bilden circa die Breite? Ja, das muss man noch nicht wissen. Was für Atome denn? Wie dick ist denn so ein Atom? Wasserstoffatom. H-Atome. Okay. Wie viele H? Also H-Atome oder H-Atome? Wasserstoffatome. Wasserstoffatome wahrscheinlich. Also ich mach dir auch wie viele Pupen Atome dabei bilden circa die Breite eines menschlichen Haares? Denn? Die Atome sind schon unterschiedlich groß. So. Ja? Okay. Muss ich nur noch ein bisschen was löschen. Logischerweise sind Atome unterschiedlich. Wie viel lösche ich denn jetzt? Groß. Ah, ich glaube, so ist schon mal ganz... Okay, ich mach so. Sind die nicht nur unterschiedlich schwer? So. Eigentlich hast du auch unterschiedliche Schalen um die Atome drum. Da ist doch immer ein Elektron, was drumherum fliegt. Nee, ist also, nicht oder immer ein Elektron, was drumherum fliegt. Ein Elektron für jedes Proton, was drum fliegt. Ich sag einfach mal ja und beide haben keine. Ja, aber du hast ja, wenn du eine höhere Ordnungszahl hast, hast du ja mehr Protonen, also auch mehr Elektronen. Ja, aber damit wird das ja vielleicht nicht breiter. Ja, doch. Ja, scheint wohl eine Antwort zuzugeben. Scheint wohl eine Antwort zuzugeben. Die hätte ich gerne. Okay, alle haben? Keine Ahnung, ist total random. Gut, also Peter sagt 6.900.000. Christian sagt 695.643. Jay sagt 65.348.000. Fertig. Und Sepp sagt 251. Und Atome. Die richtigen Atome, ja. Und dann bekommt Sepp den Punkt. Er ist am nächsten dran, aber ganz weit weg. 300.000. Guck mal. Ah. So random.
Gut, aber jetzt noch keine Schätzfragen mehr. Ich habe einfach die Zahl stehen lassen. So, zwei, Frage 42. Nice one. Was ist die Antwort auf die Frage nach allem? Fuck. Oh mein Gott. 47. Nein. Nee. 42. Ah! Ah, fuck, ey. Hä? Das ist aus Perner der durch die Galaxie. Ja. Alter, was weiß denn? Ey, what the fuck? Wie verwirrt. Wenn man das halt wirklich gar nicht kennt, weißt du, so die, die ja. Frage eigentlich. Also, ich weiß nicht, wie Peter sich fühlt bei Flaggenfragen. Ja, oder bei Allgemeinwissensfragen. So, Frage 43. Von wem stammt die Musik für den Filmklassiker Pulp Fiction? Ach komm, das wird doch John Williams. Another One Bites the Dust. Ja, das Moment, das weiß ich nicht. Ist doch hier Black Eyed Peas, oder? Ja. Queen. Tja, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Niemand? Dann schließe ich die Frage in 3, 2, 1. Geschlossen. War eine Trickfrage. Es gibt keinen einzelnen Künstler, da die Musik aus vielen Kultmusikstücken zusammengestellt wurde. Nee, hat ja niemand gedrückt. Absolute Freiheit hier wieder. Ja. Frage 44. Wie heißt die Puppe Barbie mit vollem Namen? Ich gebe euch noch einen Tipp. Sie hat einen Mittelnamen. Alter. Ja, was ist denn ihr Nachname? Barbie. Barbie, die heißt Barbara... Okay, ansonsten schließe ich auch die Frage in 3, 2, 1 geschlossen. Es wäre Barbara Millicent Roberts. Millicent. Frage 45. Hat jemand Roberts gewusst? Nein. Nee, gar nichts davon. Aus welcher Religion entwickelte sich das Christentum? Jay. Eigentlich aus der römischen. Aus der römischen Antike. Christentum? Ja, aus der römischen Antike, also aus der römischen Mythologie. Das da haben sie doch. Nee. Das ist nicht richtig. Das ist doch eine Nummer, wenn ich mir die Punkte angucke. Ich kann mich hier gerade nur völlig lächerlich blamieren, wenn ich jetzt antworte. Also, ich nehme mich mal entspannt ein. Dann schließe ich die Frage an den Fehler. Ich sag einfach mal Judentum. Das ist richtig. Ja. Geil. Frage 46. Ja. Habt jetzt quasi 100 Antwortmöglichkeiten, aber ist keine Schätzfrage. Wie viel Prozent der Masse des Sonnensystems stecken in der Sonne? Wie viel Prozent der Masse des Sonnensystems? Jay. 99. Das ist richtig. Das war gut. Das war richtig gut. Krass, also die Sonne hat so viel Masse wie der Rest des Sonnensystems. Ja, weil die haben ganz viele Schwerkraft. 99% der Masse wie das Rest des Sonnensystems. Ja, ja, also holy shit. Frage 47 von 50. Wer schrieb das Stück Der Nussknacker? Oh, weia. Sowohl, also als Antworten lasse ich zählen, wer das Gedicht geschrieben hat, als auch wer das Stück geschrieben hat, als auch wer mir nun die Vertonung gibt. Die Vertonung? Also ja, die ist halt auch als, weiß ich nicht, wahrscheinlich, die ist auch, die drei sind als Antworten hier zugelassen. Peter hatte Deutschleistung, der kann, der muss das wissen. Ich müsste das auch tatsächlich wissen. Vor 20 Jahren gehört oder so, glaube ich. Aber ich weiß es nicht. Dann schließe ich die Frage in 3, 2, 1 geschlossen. Es wären entweder Alexandre Dumas gewesen, der das Gedicht als auch das Stück geschrieben hat. Und Piotr Tschaikowski für die Vertonung. Tschaikowski? Okay. Ja, Tschaikowski, ja. Ich kenne auch Rolf Zukowski. Frage 48. Keine Schätzfragen mehr, ja? Wie viele Herzen hat ein Oktopus? Chris. 3. Das ist richtig. Scheiße. Frage 49. Nenne 3 Nachbarländer von Peru. Jay. Chile, Argentinien und Paraguay. Damit. Chile, Argentinien, Brasilien. Oh. Sepp. Argentinien, Chile, Argentinien und Kolumbien.
Ist falsch. Ja, Argentinien ist falsch, oder? Weiß ich nicht. Also weiß ich schon. Fehler. Chile, Brasilien, Paraguay. Nee. Schade. Von Peru? Von Peru. Hat sich nicht geändert. Möchte noch jemand? Ansonsten, Jay? Chile, Kolumbien, Argentinien? Hat ja. Nee. Chile, was hast du gesagt? Chile, Kolumbien, Argentinien? Ja. Chile, Kolumbien, Brasilien. Chile, Kolumbien, Brasilien, das ist richtig. So, Argentinien. Weil Argentinien ist jetzt südlich. Brasilien echt bis da hinten durch? Ansonsten gibt es noch Ecuador und Bolivien. Und dann Ende. Krass. Dumm. Und die letzte Frage. Welche der folgenden ist keine neuronale Erkrankung? Parkinson. Epilepsie. Tourette. Christian. Tourette ist neu. Ich würde einfach Tourette sagen. Das Tourette. Tourette ist wohl eine neuronale Erkrankung, wie es aussieht. Welche der folgenden ist keine neuronale Erkrankung? Parkinson. Epilepsie. Tourette. Autismus oder. Ja. Dammit. Ich dachte jetzt, wäre Feierabend. Ja, dumm gelaufen. Autismus. Das ist richtig. Nice. Okay, sehr geil. Was ist denn das deine Erkrankung? Ja, weiß ich nicht. Aber scheint keine neuronale Erkrankung zumindest zu sein. Damit hat Christian gewonnen mit 103 Punkten. Glückwunsch. Jay Swider mit 76, Peter sexy 69 und Sebastian 55. Baby. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Lasst ein Like da, bis zum nächsten Mal und rein. Tschüss. 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 Ciao.